ganzen Hause! Womit kann ich dienen? Muss allerdings bemerken, dass ich pressiert bin. Die Vorbereitungen zur heutigen großen Assemblée im Hause des reichsten Mannes in Wien, wie ich meinen gnädigen Herrn wohl betiteln darf. Ein Wort nur! Ich höre soeben, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre? Und was mich in erklärliche Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Dass bei der heutigen festlichen Veranstaltung hier im Palais, nach der Opera Seria meines Schülers, kaum traue ich meinen Ohren noch eine weitere, und zwar gleichfalls sozusagen musikalische Darbietung in Aussicht genommen ist, eine Art von Singspiel oder niedrige Posse in der italienischen Buffo-Manier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht? Wieso? Kann nicht. Wie beliebt? Das wird der Komponist nie und nimmer gestatten. Wer wird's? Ich höre gestatten. Ich wüsste nicht, wer außer meinem gnädigen Herrn, in dessen Palais Sie sich befinden und Ihre Kunstfertigkeiten heute zu produzieren, die Ehre haben, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung, die Opera Seria Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausbedungene Honorar wird nebst einer munifizenten Gratifikation durch meine Hand in die ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes. Für den Sie samt Ihrem Leben Ihre Notenarbeit zu liefern, die Auszeichnung hatten. Was dann steht noch zu Diensten? Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk. Es kann uns nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Jedennoch bleibt es meinem gnädigen Herrn, summo et unico loco, überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen die Verdauung von deinen Genüssen rechne sie demnach die heroische Oper Ariadne. Zuvörderst diese. Danach das für Punkt 9 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen beiden die eingeschobene Opera Buffa, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Wie soll ich das meinem Schüler beibringen? Wir finden euer Gnaden die Mamsell Zerbinetta. Sie ist bei der Toilette. Ich werde anklopfen. Lass er das sein und gehe zum Teufel. Das ist die Sprache der Leidenschaft, verbunden mit einem unrichtigen Objekt. Die Geigen werden schwerlich kommen. Erstens, weil's keine Füße nicht haben. Und zweitens, weil's in der Hand sind. Wenn ich sage die Geigen, so meine ich die Spieler. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin sollt. Und wo ich gleich sein werd, anstatt mich da mit ihnen aufzuhalten. Wo ist das? Bei der Tafel. Jetzt, eine Viertelstunde vor Anfang meiner Oper beim Essen. Wenn ich sag bei der Tafel, so mein ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel, nicht beim Musikantentisch. Was soll das heißen? Aufspielen tun Sie. Capitaux sind also für Sie derzeit nicht zu sprechen. Da werde ich mit der Demoiselle die Arie de l'Orient repetieren. Hier ist nicht die Demoiselle drin, die Sie suchen. Diejenige der Moselle aber, die hier drin ist, ist für sie ebenfalls nicht zu sprechen. Weiß der, wer ich bin, wer in meine Ohren sind, ist mit mir jederzeit zu sprechen.
Weisen mutet er zu, da hat er Lump für seinen Bacchus-Kopf. Mein Wertester, sieh alle deinest, muss ich sprechen. Ihr unmissliches Betragen kann ich belächeln, nur deiner angeborenen Gemütsverfallung zu rechnen. Mein Wertester, habe meinerseits keine Ursache, wegen meiner Leistungen vor Ihnen zu erröten. Da der Herr leicht ein Stück Schreibpapier, Kettelchen, was hat noch hier? Ich vergesse nämlich gar leicht. Kann ich dienen? Erst nach der Oper kommen wir dran. Es wird keine kleine Mühe kosten, die Herrschaften wieder lachen zu machen, wenn sie sich erst eine Weile gelangweilt haben. Oder meinen Sie, es wird mir gelingen? Jetzt nicht eintreten, sie ist beim Frisieren. Wer ist dieses Mädchen? Sie werden leichtes Spiel haben, Mademoiselle. Die Oper ist langweilig über die Begriffe. Und was die Einfälle anlangt, so steckt in meinem linken Schuh aufs Aus mehr Melodie als in dieser ganzen Ariadne auf Naxos. Wer ist dieses entzückende Mädchen? Umso besser, wenn sie dir gefällt. Es ist die Zerbinetta. Sie singt und tanzt mit vier Partner das lustige Nachspiel, das man nach deiner Oper gibt. Nach meiner Oper? Ein lustiges Nachspiel, Gänse und Rilla. Freche Gebärde und zwei Goldgeräte. Aber Madele, sag mir's. Ich bitte dich um alles. Thank you.
gehandelt, der ist mein Freund gewesen, 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 gewesen. Haben Sie nach dem Grafen geschickt? Pfui, was gibt's denn da für Erscheinungen? Uns mit dieser Sorte von Leuten in einen Topf? Weiß man hier nicht, wer ich bin? Wie kommt denn der Grafzeug so irgendwie ist? Nun hätte man doch uns zuerst aufdrücken lassen sollen, bevor sie übel und nicht werden, haben sie sich erst eine Stunde gelangweilt. So besser ist es mit mir, sie machen zu machen. Im Gegenteil, man kommt vom Tisch, man ist beschwert und wenig aufgeregt, man macht unbemerkt ein Schläfchen. Klatscht dann aus Höflichkeit und um sich wach zu machen. Indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt, sagt man sich. Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber. Ein heiteres Nachspiel mit Tänzen. Leichte gefällige Melodie, ja eine Hand und klar wie der Tag. Da weiß man, woran man ist, das ist unser Fall. Sagt man sich, da wacht man auf, da ist man bei der Sache. Und wenn Sie in Ihren Karossen sitzen, wissen Sie überhaupt nichts mehr, als dass Sie die unvergleichliche Zerbinetta mit Tanzen. Erzürnen Sie sich nicht um nichts und wieder nichts. Ariadne ist das Ereignis des Abends, um Ariadne zu hören, versammeln sich Kenner und vornehme Personen im Hause eines reichen Bezins. Ariadne ist das Losungswort, sie sind Ariadne. Und morgen wird überhaupt niemand mehr wissen, was es außer Ariadne noch etwas gegeben hat. Die Herrschaften stehen von Tisch auf, man sollte sich hier beeilen. Meine Damen und Herren in den Plätzen! Ihnen allen habe ich eine plötzliche Anordnung meines gnädigen Herrn auszurichten. Ist schon geschehen. Wir sind bereit, in 3 Minuten mit der Oper Ariadne anzufangen. Der gnädige Herr haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Um Vergebung. Wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag meines gnädigen Herrn für Sie beide. Was wünscht man von mir? Mein gnädiger Herr, belieben, das von ihm selbst genehmigte Programm umzustoßen. Jetzt, im letzten Moment, das ist doch ein starkes Stückel. Umzustoßen und folgendermaßen abzuändern. Das Nachspiel wird Vorspiel. Wir geben zuerst die ungetreue Terminetta. Dann Ariadne, sehr vernünftig. Um Vergebung. Die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Was? Ha! Ist dieser reiche Herr besessen? Will man sich über uns lustig machen? Sind die Leute wahnsinnig? Ich muss augenblicklich den Grafen sprechen. Es ist genauso, wie ich es sage. Wie Sie es machen werden, das ist natürlich Ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr, ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1-2 durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so, dass die ganze Vorstellung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert, denn für Punkt 9 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten anbefüllt.
Ja, wie um aller Götter willen stellt sich denn seine Gnade das vor? Eine innere Stimme hat mir von der Mühe an etwas Derartiges vorausgesagt. Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er ein Spektakel bezahlt, sich auch noch damit abzugeben, wie es ausgeführt werden soll. Seine Gnaden ist gewöhnt anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit 3 Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Haus wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel ihm vorgestellt werden soll, und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stück einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel. Ariaden auf Naxos, Herr, sie ist das Sinn der menschlichen Einsamkeit. Eben darum braucht sie Gesellschaft. Nichts und sich ist das Meer. Es umstehend einzuschlafen. Um Vergebung, aber ich bitte sich höchlich zu beeilen. Die Herrschaften werden sogleich eintreten. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wenn man 2 Stunden Zeit hätte, um über die Lösung nachzudenken. Darüber willst du nachdenken? O menschliche Gemeinheit, stirb in Himmel, Osa, einem entgegenprinzt. Und was wir hier verloren? Was wir hier verloren haben, die 50 Dukaten, unter anderem von denen das nächste halbe Jahr zu leben gedacht hat. Ich weiß wirklich nicht, warum Sie beide einem so vernünftigen Vorschlag solch übertriebene Schwierigkeiten entgegensetzen. Meinen Sie im Ernst, es ließe sich machen? Nichts leichter als das. Die Oper enthält Längen, gefährliche Längen. Man lässt sie weg. Diese Leute müssen zu improvisieren, finden sich in jede Situation. Still, wenn er uns hört, begeht er selbst. Fragen Sie ihn, ob er seine Oper lieber heute ein wenig verstümmelt hören will, oder ob er sie niemals hören will. Schaffen Sie ihm Tinte, Feder, einen Rotstift, was immer. Es handelt sich darum, Ihr Werk zu retten. Und der große Meister, die wir auf den Knien bewundern, haben ihre erste Aufführung mit noch ganz anderen Opfern erkauft. Meinen Sie, haben wir recht? Darf ich denn? Muss ich denn? Sehen Sie zu, dass ihr genug streicht. Ich rufe in des Zerbinetta. Wir erklären ihr in 2 Worten die Handlung. Sie ist eine Meisterin im Improvisieren, da sie immer nur sich selber spielt. Findet sie sich in jeder Situation zurecht. Die anderen sind auf sie eingespielt. Es geht alles wie am Schnürchen. Der Ariadne müssen sie streichen. Sie behalten, niemand hält es aus, wenn diese Frau oder König auf die Bühne stehen. Nehmt ihr 2 Arien weg, ihnen keine Note, verratet sie mich nicht. Ihr nehmt dem Bacchus die halbe. Diese Ariadne ist eine Königstochter, sie ist mit einem gewissen Theseus, den sie vorher das Leben gerettet hat. Theseus wird ihrer überdrüssig und lässt sie bei Nacht auf einer wüsten Insel zurück. Ach, das ist doch wahr. Sie verzehrt sich in Sehnsucht und wünscht den Tod herbei. Oh,
herrliche Gott, Marius, der zu ihr kommt. Wie tut man das dem Beste, wenn sie das nächste Jahr, was sie braucht? Sie will viel für den Todesgott. In ihren Augen, in ihrer Seele ist er es. Und Thank you.
meine Damen und Herren, Ariadne, Zabinetta, Scaramuccio, Arlecchin. Auf die Szene, wenn ich bitten darf. Ich soll mit dieser Person auf einer Szene stehen, worum denkt sie? Seien Sie barmherzig, bin ich nicht Ihr alter Lehrer. Jagen Sie mir die Kreatur von der Bühne, oder ich weiß nicht, was ich tue. So hätte sie eine bessere Gelegenheit, als auf der Bühne ihr zu zeigen, welch unermesslicher Abstand ihnen befestigt. Abstand! Eine Welt, hoffe ich! Legen Sie diese Welt in jede Gewerbe und man wird Ihnen anbeten, zu Füßen sinken. Sei mir wieder gut, ich sehe jetzt alles mir mehr in Ihren Augen, die Tiefen des Nachts.
Hassen, hoffen, sagen, alle Lust und alle Qual, alles kann mein Herz ertragen, einmal um das andere Weder Lust noch Schmerzen abgestorben, auch der Pein, das ist tödlich deinem Herzen, und so musst du mir nicht sein, musst ich aus dem Dunkel heben, wär es auch um neue Qual. Leben musst du, liebes Leben.
Es ist alles vergebens, ich fühlte es während des Singens. Du bist ja ganz aus der Fassung. Nie hat ein menschliches Wesen mich so gerührt. Geht es dir mit jeder Frau? Und dir vielleicht nicht mit jedem Mann. Thank you.
allzu sehr der Traum erging. Was immer Böses widerfuhr, die Zeit geht hin und hin und hin in die Spur. Wir wissen zu achten, der Liebe leid, doch trübe es machten, das wollen wir mal. Wir wissen zu achten, der Liebe leid, wir wissen zu achten, der Liebe leid, doch trübe es machten, das wollen wir mal. Sich beschaut, mit ihm begleitet dies hübsche Kind. Es gibt ob tanzen, ob singen, Tage von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Es trocknet Tränen, die schweichende Sonne. Es gibt ob tanzen, ob singen, Tage von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Es gibt doch tanzen, ob singen, Tage von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Es trocknet Tränen, die schmeichelnde Sonne. Es trocknet Tränen, der loslose Wind. Wie sie sich schwingen, tanzen und singen, Gefühle der Freude, ohne der Kante, dem einen oder anderen Gefühl mir schon. Es gilt, ob tanzen, ob singen, Tage. Es gilt, ob tanzen, ob singen, Tage. Es trocknet Tränen, die schmeicheln. Es gilt, ob tanzen, ob singen, Tage. Es gilt, ob tanzen, ob singen, Tage. Die Dame gibt mit Trübe empfindt sich allzu sehr im Chor. Es geht vom Tanzen auf Singen, Tage von Tränen zu Tanzen, mein schönes Auge. Es trocknet Tränen, die speichelnde Sonne. Es trocknet Tränenlose. Wie sie sich schwingen, Tanzen aus mir. Es gilt auf Tanzen auf Singen, Tage von Tanzers trockner Tränen, schlägt er nicht in jeder Brust ein Ohr, mein Ohr.
Oh!
Gepredigt, aber tauben Ohren. Ja, es scheint, die Dame und ich sprechen verschiedene Sprachen. Es scheint so. Es ist die Frage, ob sie nicht schließlich lernt, sich hinter meinen auszudrücken. Wir wollen's abwarten. Was wir aber nicht abwarten wollen. Wofür meinst du mich? Für ein entzückendes Mädchen, dessen Beziehungen zu mir dringend eine Belebung bedürfen. Unverschämter! Und außerdem hier, zwei Schritte von der Wohnung der Prinzessin. Wohnung, es ist eine Höhle, sehr viel, sie hat kein Fenster. Ich glaube, du wärst wirklich frech. Zweifel nicht zu allen. Zu denken, dass es Frauen gibt, denen er eben darum gefühle. Und zu denken, dass du von oben bis unten eine solche Frau bist. Zerlimenta! Linda, liebe Gott, wenn du wirklich wolltest, dass wir mir nicht widerstehen sollten, warum hast du sie so verschwunden? Zu trösten las das peinliche Geschäft. Wenn sie sich trösten lassen, lass sie weinen, sie hat recht. Doch ich bin störrig, nicht wie so ein Hutgesicht. Ach, ich verlang nicht mehr, freu mich so sehr. Auf dieser Insel gibt's hübsche Plätze, komm, lass dich führen, ich weiß mich an.
das Mädchen. Ich wüsste nicht, so was wie sie verdrückt. Lauf ich im Stillen hier auf das Thank you.
Thank you.
meinst du mich denn? Du hast mit einem Namen mich begrüßt. Ich kann
Oh!
Amen.